Dies hier ist eine AC-Ladesäule, also eine Säule, an der man Wechselstrom tanken kann mit einem Typ 2 Ladekabel, was man hier reinsteckt. Und solche Säulen sind nicht so schnell wie Gleichstrom-Ladesäulen, also DC-Ladesäulen, aber immerhin, man müsste normalerweise mit 22 kW an solchen Säulen laden können. Wie schnell man tatsächlich laden kann, hängt natürlich auch noch vom Auto ab. In unserem Fall ein Kia e-Niro, Modelljahr 2020 mit einer 64 Kilowattstunden Batterie und einem Onboard-Charger für 3 Phasen, sprich 11 kW maximale Ladeleistung. 11 kW heißt 11 Kilowattstunden pro Stunde. Das ist also das, was dieses Auto erreichen müsste an einer solchen Säule. Lange Zeit haben wir das nicht geschafft. Und woran das lag und wie wir das Problem gelöst haben, das werde ich in diesem Video erzählen. Und damit herzlich willkommen bei den Elektroauto-Umsteigern. Wir fangen damit an, dass ich ein kurzes Video zeige aus dem letzten Sommer, wo ich in einem Ort namens Everswinkel versucht habe, an einer solchen Säule das Auto zu laden und leider überhaupt nicht auf diese 11 kW gekommen bin. Wir sind hier im schönen Everswinkel. Wir haben einen kurzen Stopp gemacht auf der Fahrt von Warendorf nach Münster, um diese Ladesäule hier mal auszuprobieren. Eine Energy-Säule mit 22 kW Ladeleistung, angeblich. So steht es zumindest in meiner Air Electric App. Und das erste, worüber ich überrascht war, vielleicht gibt es das ja häufiger, aber ich bin ja noch Neuling, dass man hier nicht mit einer Ladekarte arbeiten kann. Es gibt überhaupt keinen RFID-Leser. Sprich, man muss, wie es hier steht, beschrieben, entweder über die App gehen, beziehungsweise ich habe jetzt eine andere App genommen, nämlich die App vom von ENBW, ich weiß gerade den Namen der App nicht mehr, aber von ENBW in Kooperation mit ADAC habe ich dann eine Ladekarte im Konto und konnte darüber die Säule freischalten. Das hat also geklappt. Nach etwas probieren. Was mich allerdings ein wenig irritiert, ist die Ladegeschwindigkeit. Wie gesagt, die Säule hat eigentlich offiziell 22 kW Leistung. Gut, jetzt ist klar, Wechselstromladen beim e-Niro geht nicht schneller als 11 kW, aber wir sind weit entfernt von 11 kW, wie man hier sieht. 67% ist die Batterie geladen und die aktuelle Ladegeschwindigkeit, und das ist relativ konstant seit einiger Zeit, ist 3,4, 3,5 kW. Das ist extrem wenig, wie ich finde, und ich weiß nicht, warum das so ist. Tja, also ich weiß nicht, ob es mit dem Ladestand der Batterie zu tun hat oder mit der Säule, die aber, wie gesagt, eigentlich 22 kW Leistung rüberbringen müsste. Auf der anderen Seite ist die Säule auch nicht belegt, wie man sieht. Also keine Ahnung, warum ich hier jetzt nur 3,5 kW rauskriege. Das finde ich ein bisschen irritierend. Ja, keine Ahnung warum. Wie ihr in dem Video gerade gesehen habt, lud das Auto also nur mit ungefähr 3,5, 3,6, 3,7 maximal kW. Also viel, viel weniger als die 11 kW, die das Auto eigentlich kann. Und dass es das kann, hat es ja gezeigt bei der Abholung. Beim allerersten Video, welches ich gedreht habe, das habe ich hier auch nochmal verlinkt, in dem Video sieht man, dass das Auto 11 kW laden kann. Das habe ich nämlich dort an einer Autobahnraststätte auf dem Heimweg vom Autohändler überprüft. Und das war eine Wechselstromladesäule, also es ging. Warum hat es jetzt nicht geklappt? Wir haben mehrere Versuche gehabt an solchen Wechselstromladesäulen und sind nie über diese 3,5, 3,6 kW rausgekommen. Ja, die Experten unter euch werden sich schon schlapplachen, weil es denen natürlich klar ist. Mir war es eben lange Zeit nicht klar. Aber die Lösung ist folgende. Es geht nicht nur um die Ladesäule und die Geschwindigkeit der Ladesäule und die Ladegeschwindigkeit des Autos. Es geht eben auch noch ums Kabel. Dieses Typ 2 Ladekabel. Wir hatten das damals mitgekauft beim Autohändler, als wir den Kia gekauft haben, für rund 300 Euro. Und als ich mir das Kabel mal näher angeschaut habe, habe ich gesehen, dass da ein P draufsteht. Ein P steht für eine Phase. Mit einer Phase Wechselstrom kommt man aber eben nur maximal auf 3,7 kW und nicht auf die 11 kW, die wir brauchten. Dazu braucht man ein dreiphasiges Ladekabel.
Ja, ich hatte mir dieses Ladekabel vorher nie so genau angeschaut und bin deswegen nicht darauf gekommen. Wenn man nochmal genauer hinschaut, stand ja schon auf der Hülle des Ladekabels Plug-in. Ich dachte einfach nur, ja, reinstecken, gut. Aber Plug-in stand wohl für Plug-in-Hybrid, weil für solche Fahrzeuge, Plug-in-Hybride, macht es Sinn, so ein Kabel zu haben, denn die können meist ohnehin nicht mit mehr als 3,7 kW laden. So, als ich den Autohändler aufmerksam machte auf sein Fauxpas, dass er uns leider das falsche Ladekabel mitgegeben hat, war er auch direkt einsichtig und hat uns also ein neues Ladekabel im Austausch gegeben. Und das haben wir jetzt hier, ein dreiphasiges Ladekabel. Und das testen wir jetzt mal aus, wie viel Leistung wir denn damit nun in unseren e-Niro bekommen. So, jetzt probieren wir das neue Ladekabel aus. Ich habe die Säule schon freigeschaltet. Das war gar nicht so einfach. Es hat erst ein, zweimal nicht funktioniert. Ich habe die Energy eCharge App benutzt, um die Säule freizuschalten. Und normalerweise soll man ja erst das Kabel anschließen und dann die Säule freischalten. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann habe ich es einmal andersrum probiert und habe also erst die Säule freigeschaltet und dann das Kabel eingesteckt und dann hat es funktioniert. Also, man sieht an der blauen Leuchte hier, dass das Auto lädt. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell es denn lädt. Es müssten ja ungefähr 11 kW sein. Gucken wir mal, ob er die auch hinkriegt. Und wir sehen, ja, er lädt mit 11 kW. Also, er tut, was er tun soll. Wir haben das Rätsel des langsamen Ladens gelöst und können von nun an mit 11 kW auch an Wechselstrom-Ladesäulen laden. Ende gut, alles gut. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.